Hallo und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es eine Storytime und holt euch gerne etwas zu trinken, Kaffee, Tee oder was zu essen und dann würde ich sagen, ich quatsche drauf los. Viel Spaß beim Video. Ja, wie gesagt, es gibt heute eine Storytime zu einem ernsterem Thema als die Themen, die ich sonst so hier anspreche. Und zwar möchte ich euch erzählen, was mir damals passiert ist in der Schule. Da war ich bin nicht 100% sicher, ich glaube in der 5. oder 6. Klasse, auf jeden Fall war ich super jung. Ich meine, ich war 11 oder 12 Jahre alt. Und ja, vielleicht fangen wir mal damit an. Ich hatte ja eine sehr große Oberweite und ich hatte in der Klasse die größte Oberweite. So, ich habe damals ein 75D-Körbchen getragen und es fällt dann schon auf, wenn man so ein junges Mädchen ist. Und ja, es war einfach so, die meisten Mädchen in meiner Klasse, die hatten ja, kleinere Brüste, ein A- oder ein B-Körbchen, also halt nicht so, dass es eben den Jungs, den pubertierenden Jungs, super ins Auge fällt, ja. Und genau, mich hat das immer auch gestört, diese große Oberweite, und ich habe mich immer unwohl gefühlt. Sportunterricht war für mich echt ganz, ganz schlimm. Ich habe auch öfters mal natürlich geschwänzt oder irgendwie ja, gesagt, ich habe Unterleibsschmerzen oder was man dann früher auch mal ganz gerne gemacht hat, einfach um keinen Sport machen zu müssen, weil es war mir einfach immer unangenehm. Man trägt ja dann auch ein Sport-Shirt und ja, also ich habe mich immer ein bisschen unter dickeren Pullis versteckt, damit einfach diese Oberweite nicht so zur... Ich habe meine Oberweite nie zur Schau gestellt in der 5. und 6. Klasse. Genau, aber natürlich ist es den Jungs aufgefallen und es kamen auch ein paar Sprüche immer. Und genau, also ich habe damit, ich sag mal so, gelebt in dieser Zeit. Und es kamen auch nicht nur Sprüche von den Jungs, sondern, was ich auch schlimm fand, jetzt so rückblickend, es kamen auch viele Sprüche von den Mädels. Und ich kann euch sagen, Kinder können so, so grausam sein. Jetzt so im Nachhinein merke ich auch so richtig, also was diejenige alles gesagt hat und was die Mädels und der Junge gesagt hat. Irgendwie merkt man das dann auch erst, wenn man so ein bisschen älter ist und man realisiert das dann so richtig. Und genau. Also es ist halt immer so, ne? Wenn man eine große Oberweite hat, möchte man gerne eine kleine. Wenn man eine kleine hat, möchte man eine große und so weiter. Und ich meine, in diesen Jahren mit 11, 12, 13 Jahren, da ist man natürlich auch nicht so selbstbewusst und schlagfertig, jetzt jemandem eine Antwort zu geben, die den dann auch verstummen lässt. So, jedenfalls war ich nicht so. Ich war super schüchtern früher und irgendwie quietscht das hier. Dann an einem Tag ist mir dann Folgendes passiert. Wir hatten gerade eine Mittagspause und ich saß einfach in der Klasse rum. Und wir hatten in der Parallelklasse einen Jungen, von dem hatte ich schon gehört, da waren nämlich ein paar schlechte Gerüchte über den... Gerüchte? Ja. Ein paar schlechte Gerüchte über den, dass der Mädchen angefasst hat und sowas alles und ja, so weiter. Ich habe mich auch damals immer irgendwie von Jungs auch ferngehalten, also ich hatte irgendwie nie groß was mit denen zu tun. Ich war wirklich, wie gesagt, super schüchtern. Ich war so eine kleine graue Maus, würde ich sagen. Und irgendwann ist es dann passiert, wie gesagt, wir hatten Mittagspause, ich saß in der Klasse einfach so rum und irgendwann hat sich dann dieser Junge in der Nähe von mich hingesetzt und da war noch ein anderes Mädchen auch in der Nähe und wir haben einfach nur irgendwie so gequatscht da und ich habe auch an nichts Böses gedacht, man sitzt hier einfach da rum und ich meine, ich sitze hier auch nicht die ganze Zeit so vor den Leuten, ich saß einfach so ganz normal, wie ich jetzt hier sitze und ganz plötzlich, ich habe das gar nicht realisiert, er hat auch überhaupt keine irgendwie Andeutung oder sowas gemacht, wirklich gar nichts, hat er mich angegrapscht an meinem Busen und ich war total erschrocken in dem Augenblick und wollte ihm eine Backpfeife verteilen. Natürlich ist er sofort aufgesprungen und weggerannt und mir war das in dem Augenblick so, so peinlich. Erstmal war ich perplex, dass sowas überhaupt passiert ist, weil ich mich... Ich würde mal sagen, ich habe mich nie in Gefahren begeben oder irgendwie was gemacht. Ich bin nie mit so einem riesen XXL-Ausschnitt rumgelaufen, wo ich mir denken konnte dann später so, ja, warum hast du das gemacht und so. Ich saß einfach nur da und dann passierte das und ich war wirklich richtig perplex.
Und ich weiß noch, dass ich dann auch angefangen habe zu weinen, habe das dann meiner Klassenlehrerin gesagt und diese Klassenlehrerin wusste auch von diesem Jungen, dass der auch das bei anderen Mädchen gemacht hat. Und ja, sie hat mir auch gesagt, ja, der wird Konsequenzen bekommen und so weiter und so fort. Und genau, ich bin nach Hause gegangen später und zu Hause habe ich dann auch irgendwie plötzlich angefangen zu weinen und meine Eltern haben mich gefragt, was ist los, beziehungsweise ein Elternteil. Und ich habe das dann erzählt und irgendwie haben die das gar nicht so richtig ernst genommen. Die haben dann gesagt, ja, Jungs sind halt so. Und ich habe dann gedacht, so, okay, wenn meine Eltern das jetzt nicht so ernst nehmen und okay, Jungs sind halt so, dann vielleicht stelle ich mich einfach an. Ich habe so gesagt, oder so gedacht zu mir, okay, wenn meine eigenen Eltern das so sagen, stelle ich nicht so an und so, vielleicht überreagiere ich dann. Vielleicht ist meine Reaktion jetzt, dass ich da losheule, einfach falsch. Und ja, innerhalb von ein paar Tagen war das Ganze für mich so ein bisschen vergessen. Dieser Junge hat übrigens keine großartigen Konsequenzen bekommen, was ich auch schade finde an dieser Stelle. Ich finde, da hätte viel, viel strenger durchgegriffen werden müssen. Ich weiß gar nicht mehr, ob der überhaupt eine großartige Strafe bekommen hat oder so, aber ich finde, das geht absolut nicht. Irgendwen anzugrapschen, das war ja eine sexuelle Belästigung, die er gemacht hat. Und ich finde, weiß ich nicht, der hätte vielleicht von der Schule suspendiert werden sollen für eine Zeit oder irgendwie sowas. Also man hätte viel, viel strenger mit ihm das dann machen müssen. Und ich weiß nicht, weil das war ja schon, es ist ja schon häufiger passiert bei ihm, dass er Mädchen angegrapscht hat. Ich war also eine von vielen Opfern. Und deswegen, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, also sowas müsste wirklich ganz, ganz hart bestraft werden. Und das heißt hart bestraft, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und ja, es geht einfach nicht. Egal, was für eine Körbchengröße ich habe, ob A, B, C oder D, völlig egal. Und auch wenn ich mit einem Ausschnitt rumlaufe, kein Junge oder auch damals, ja, wie gesagt, kein Junge hat irgendwie das Recht, mich anzufassen, wenn ich es nicht möchte, oder wenn ich jetzt mal für alle Frauen spreche, kein Junge hat einen Anspruch darauf, euch anzufassen, wenn ihr das nicht möchtet, egal wie ihr euch zeigt oder wie ihr euch gibt und so. Mir ist das Gott sei Dank auch nur einmal passiert, also es war die einzige Erfahrung, negative Erfahrung, die ich so gemacht habe in der Schule, was das angeht. Und ich bin da auch sehr froh drüber. Und ich weiß natürlich, dass es auch viel schlimmere Fälle gibt. Für mich war das damals aber wirklich so ein Schockmoment. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, finde ich es auch schade, dass meine Eltern da auch nichts Großartiges gemacht haben. Also ich weiß nicht, ob es vielleicht übertrieben gewesen wäre, wenn meine Eltern, Mutter oder Vater, egal, zur Schule gegangen wären und ja, mich vielleicht unterstützt hätten und gesagt hätten, sowas geht nicht. Mädchen müssen besser beschützt werden oder irgendwie sowas. So, versteht ihr, was ich meine? Und gut, also das ist jetzt auch schon super lange her, wie gesagt. Und es war für mich aber damals einfach ein Schockmoment. Und ich glaube, das wäre für jedes Mädchen ein Schockmoment gewesen, einfach so angegrapscht zu werden. Und wie gesagt, ich habe immer darunter gelitten, eine so große Oberweite zu haben. Und ich meine, heute, wenn man sich die Brust vergrößern lässt, dann ist das immer eine Entscheidung, die man selbst trifft. Aber in der 5. Klasse, 6. Klasse, wenn ich da eine riesige Oberweite habe, kann ich auch nichts dafür. Das ist einfach dann so genetisch bedingt. Und ja, das war so meine Story, die mir damals passiert ist. Und ja, wenn jetzt junge Mädels sich dieses Video anschauen, ich kann euch nur sagen, wenn euch irgendwie sowas passiert, dann versucht wirklich euch Hilfe zu holen bei euren Eltern, bei Freundinnen, bei Lehrern, beim Rektor oder so. Aber schiebt das nicht unter den Teppich und sagt, ach, ist ja nicht so schlimm, Jungs sind halt eben so, sondern wirklich versucht, dass derjenige seine Strafe bekommt und dass das auch nicht wieder passiert. Weil dieserjenige wird das vielleicht, wenn er keine Strafe bekommt oder keine Konsequenz, das immer wieder und wieder machen. Und vielleicht passieren auch irgendwann schlimmere Sachen als nur angegrapscht werden jetzt. Deswegen
ihr müsst auf jeden Fall eure Stimme erheben und was sagen und was machen. Und genau, ich wünschte, ich hätte damals vielleicht auch, wie gesagt, wenn nicht meine Eltern, dann hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Initiative ergreifen sollen. Ja, das war meine Storytime. Ich hoffe, ich konnte vielleicht dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen damit helfen irgendwie, falls jemand in so einer Situation war oder ist. Wie gesagt, lasst das nicht ungeschehen mit euch machen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder, nächste Woche Mittwoch. Lasst mir einen Daumen nach oben da und ein kostenloses Abo. Und dann würde ich sagen, bis bald. Ciao.